Die arterielle Hypertonie ist eine Volkserkrankung einerseits und hat so schwerwiegende Folgen, dass wir sehr konsequent therapieren müssen. Andererseits stehen wir heute eigentlich einem gewachsenen kritischen Bewusstsein gegenüber jeder medikamentösen Therapie gegenüber, insbesondere bei einer Erkrankung, die ja wenige oder keine Symptome verursacht. Ein ideales Antihypertensivum müsste daher den Blutdruck verlässlich senken, die übrigen Komplikationen der arteriellen Hypertonie ebenfalls therapieren oder ihnen vorbeugen und gleichzeitig möglichst wenig Nebenwirkungen haben, damit wir auch eine Langzeiteinnahme durch den Patienten garantiert haben. Calcium-Antagonisten waren ja ursprünglich nur für die KHK-Therapie indiziert. Ihr Wert als Antihypertensivum wurde erst später erkannt. Was müssen moderne Calcium-Antagonisten leisten, um letztlich die Prognose dieser Patienten zu verbessern, Herr Dr. Kriegenau? Die Prognose des Patienten mit einer arteriellen Hypertonie ist ja eingeschränkt durch einerseits die Höhe des Blutdrucks, durch den erhöhten Blutdruck selbst, andererseits aber auch durch Vorgänge, die wir bisher als notwendigen Kompensationsmechanismus aufgefasst haben. Ich denke hier in erster Linie an die linksventrikuläre Hypertrophie. Wir wissen heute, dass diese linksventrikuläre Hypertrophie für sich genommen bereits die Prognose dieser Patienten belastet, dadurch, dass sie ein wesentlicher Faktor ist für die Entwicklung einer Herzinsuffizienz im weiteren Verlauf der arteriellen Hypertonie, aber auch für die Entstehung transienter, häufig auch stummer Myokardischämien und für das Auftreten von Herzrhythmusstörungen. Alle diese Faktoren sollte eine antihypertensive Therapie heute mit, neben der Blutdruckeinstellung, im Blick haben. Und nur wenn es gelingt, alle diese Faktoren gleichzeitig günstig zu beeinflussen, können wir davon ausgehen, dass auch die Gesamtprognose des Patienten hierdurch günstig beeinflusst wird. Eine der häufigsten Begleiterkrankungen der Hypertonie ist die KHK. Was könnte bei diesen Patienten die optimale Therapie sein? Diese Patienten sind besonders gefährdet durch das einerseits verminderte Sauerstoffangebot infolge der stenosierenden Koronarerkrankung und den gleichzeitig aber deutlich erhöhten Sauerstoffbedarf infolge der Nachlasserhöhung des hohen Blutdrucks, aber auch infolge einer begleitenden linksventrikulären Hypertrophie und einer gegebenenfalls zusätzlichen Wandspannungserhöhung. Eine Therapie mit einem Calcium-Antagonisten sollte daher nicht nur die Nachlast senken, sondern auch die Wandspannung vermindern und eine Hypertrophie-Regression erzeugen. Und gleichzeitig würden wir erwarten, dass eine koronare Vasodilatation die Durchblutung ebenfalls verbessert. Einige Calcium-Antagonisten vom Dihydropyridin-Typ führen reaktiv zu einer zu einem Herzfrequenzanstieg, den wir in diesem Fall als ungünstig einstufen würden. Sie haben ja selbst Erfahrungen mit verschiedenen neuen Calcium-Antagonisten gesammelt, unter anderem auch mit Isradipin. Was ist Ihnen an dieser Substanz besonders aufgefallen? Isradipin gehört zur Gruppe der Dihydropyridin-Calcium-Antagonisten und senkt den Blutdruck durch eine Abnahme des peripheren arteriellen Widerstandes. Die hierdurch denkbare sympathische Gegenregulation mit Erhöhung der Herzfrequenz ist bisher nicht beobachtet worden. Die zur Blutdrucksenkung benötigte Dosis hat unter klinischen Bedingungen keine negativ-inotrope oder chronotrope Wirkung am Herzen. Neben der Blutdrucksenkung wird eine effektive Hypertrophie-Regression und Abnahme der Wandspannung des linken Ventrikels erreicht. Bei sehr guter subjektiver Verträglichkeit und sehr geringer Nebenwirkungsrate können wir also von dieser Substanz erwarten, dass sie neben einer effektiven Blutdrucksenkung auch eine Prophylaxe der kardialen Komplikationen der arteriellen Hypertonie darstellt.